Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 10. Mai 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Livia Loi verlor ihren Posten als Chefunterhändlerin EU. Das ist heute bekannt worden. Dominik, was sind die wichtigsten Einzelheiten? Ja, die Livia Loi wird Schweizer Botschafterin in Berlin. Der Tagesanzeiger hat das gestern Abend aufgrund von einer Indiskretion gemeldet. Die Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen. Insbesondere auch, weil der Posten in Berlin, wo ein Sozialdemokrat, Paul Seeger, Botschafter ist, der wird pensioniert im Herbst. Und es ist ganz dringend nötig gewesen, dass man da einen Nachfolger bestimmt. Und der Posten ist immer offen gewesen. Man hat ganz Bern hat gewusst, den tut man offen behalten, weil wenn eine Staatssekretärin wie Livia Loi ihren Posten verlässt, dann will sie nicht auf Ouagadougou, dann will sie auf London, auf Berlin, auf Paris. Ist der, glaube ich, der Herr Balzaretti geschickt worden. Also dann muss man schon rechten, einen schönen, tollen, wichtigen Posten geben. Das ist jetzt so. Offen ist genau, wie es gelaufen ist. Klar ist, der Druck auf die Livia Loi ist gewachsen. Und sowohl intern im EDA, man hat im EDA Mühe gehabt damit, dass Livia Loi teilweise sogar öffentlich, auf jeden Fall auch in Hintergrundgesprächen einfach gesagt hat, man kommt nicht vorwärts. Es gibt kein Zugeständnis von der Europäischen Union. Sie hat nichts gesagt, was nicht stimmt, sondern das ist Tatsache. Mit dem hat man aber Mühe. Man will lieber wieder offenbar eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär, weißt du, so ein bisschen in der Schweiz erzählt, wie toll das alles wird. Und Brüssel dann sagt, ja, wir bringen das schon in die Ordnung, so à la Balzaretti, so ein Kampagne-Bullshit-Staatssekretär offenbar, den sucht man jetzt mit einer Findungskommission, das finde ich noch lustig, das ist die neueste Mode, dass man irgendwie Bundesrat, glaube ich, nicht mehr entscheiden wer welche Posten überkommt, dann macht man eine Findungskommission, das tönt irgendwie gut, bringt aber nichts. Und man will wirklich offenbar halt wirklich vorwärts machen, und in dem EU-Dossier heisst vorwärts machen immer, man muss nachgeben. Gut, also da ist ja wieder alles ganz, ganz gespässig. Oder? Du hast gesagt, die Findungskommission, wer ist da drinnen eigentlich? Ist das bekannt worden? Wer leitet die Findungskommission? Zweitens muss man sagen, eben, jetzt haben doch die gesagt, sie wollen im Juni Eckwert bestimmen. Das muss jetzt Livia Loi noch machen. Eine Strafaufgabe im Prinzip, weil sie ja eigentlich mit der Hälfte vom Kopf ist jetzt schon in Berlin. Sie will gar nicht mehr in dem Sinn die Arbeit machen und der Nachfolger steht noch nicht bereit. Also sehr eigenartig und also nicht ganz sehr professionell. Vor allem, wenn man so einen unglaublichen Zeitdruck sich auferlegt. Oder? Der Bundesrat hat gesagt, eben im Juni wollen sie die Eckwert. Und dann haben sie sogar gesagt, ja, dann fangen wir dann an zu verhandeln. Das Jahr noch. Ich höre aus, dass sie natürlich nach den Wahlen wollen anfangen will. Ignazio Cassis weiss auch, dass das eigentlich nicht gerade der Wahlkampfschlager ist, dass man wieder neu anfängt zu verhandeln. Ist auch wieder ein Steilplatz, eigentlich eher für die SVP. Jetzt aus Sicht von einem freisinnigen Bundesrat kann man sich fragen, warum macht er das? Hast du noch mehr gehört? Ist irgendwo ein Krach passiert? Oder ist Livia Loi selber zum Schluss gekommen, dass sie nicht mehr will? Oder ist sie rausgerührt worden? Was hast du da gehört? Also erstens, die Findungskommission ist nicht bekannt, wer dort dabei ist. Ich nehme an, das ist der Markus Seiler, der Generalsekretär vom EDA, plus irgendwelche Leute aus der Entourage vom Ignazio Cassis. So gut, so viel, so schlecht, das ist ein Quatsch. Die Entourage, die beratet den Departementschef sowieso nur in eine Richtung, nachher Rahmenabkommen 2.0. Und darum wird man auch so einen Euro-Turbo wählen. Wir haben es schon mal bei Bern einfach besprochen. Das könnte der Alexandre Fasel sein. Das hat die Aargauer Zeitung einmal so in den Raum geworfen. Ein altbekannter EU-Turbo. Und jetzt zu deiner anderen Frage. Also, eben, man hat den Druck auf sie erhöht. Es hat da in Bern geheissen, und zum Beispiel der Tobias Gaffafer, unser Lieblings-EU-Schreiber bei der NZZ, hat auch gesagt, er hat geschrieben, Livia Loi muss liefern. Und das ist so, man hat das so ein bisschen, wie, sie können nicht liefern. Ja, jetzt ist es halt bei Sondierungsgesprächen so, man sondiert, man hat eine Position, man vertritt die Interessen von der Schweiz. Und ja, was heisst denn liefern? Das ist ja nur ein anderes Wort für nachgeben, eigentlich.
Oder? Also sie hätte halt nicht können liefern, weil der Bundesrat ihren auch einen Auftrag gegeben hat, die Interessen zu vertreten. Also man hätte ja nicht können, die Livia Loi in Sondierungsgespräch schicken, dass sie dann alles über Bord wirft, wo man einmal in diesen langen Jahren jetzt, seit 2013, einmal gesagt hat, ist unsere Position. Also von dem her ist Livia Loi in einer fast unlösbaren Aufgabe gewesen. Sie, der Druck hat man gesagt, sie muss liefern. Ja, was genau, wenn die Gegenseite nicht nachgibt und darauf besteht, es braucht eine politisch-rechtliche Anbindung von der Schweiz, inklusive Aushebelung von der direkten Demokratie. Um das geht es nämlich. Wir wären nachher beim Rahmenabkommen 1.0 oder bei Version 2.0 sind wir letztlich eine Democracy in name only. Und Livia Loi ist einfach so ein bisschen, was sie auszeichnet, sie ist immer eine ehrliche Staatssekretärin gewesen. Sie hat in Gesprächen hat sie immer gesagt, was Sache ist. Und das ist ja der Unterschied gewesen zu ihren Vorgängern, wo alle irgendwie so da haben, als sei das alles nicht so schlimm und wir können das alles lösen. Und man hat, ich kann mich gut erinnern, oder der Herr Balzaretti hat so da, als wäre der Europäische Gerichtshof, werde ja gar nie etwas zu sagen haben und so. Und man ist wieder in der Unterrasch von Ignazio Cassis, ist man wieder auf dem Kurs. Und das ist die dritte, der Karl Baudenmacher zählt das, oder? Das ist die dritte Bullshit-Kampagne, die jetzt dann anfängt. Also wo man in der Schweiz etwas behauptet, wo gar nicht so sieht, aber in Brüssel sagt man ja dazu. Und genau, das wird auch das mal nicht klappen. Genau, und der entscheidende Punkt ist ja der, und eben, man muss es ja auch ein bisschen politisch immer spiegeln, die SVP ist völlig klar dagegen und die Gewerkschaften sind bisher auch immer dagegen gewesen, gegen das Rahmenabkommen. Und da geht es um den Lohnschutz. Und zurzeit wird natürlich diskutiert und man hätte immer gehofft, dass man Gewerkschaften wieder reinbringt in die alte Europa-Allianz, das ist die Europa-Allianz von der Wirtschaft, allen Parteien plus der Gewerkschaften gegen die SVP allein. Die SVP allein kommt in solchen Abstimmungen fast die Hälfte einmal über von der Bevölkerung. Also das ist eine unglaubliche Vetomacht, die die SVP hier allein kann mobilisieren. Aber Gewerkschaften sind beim Abkommen, Rahmenabkommen ausgeschert und es lohnt sich nicht überzeugen. Und am Schluss ist es immer noch so, und das ist wirklich da, wo immer wieder verwedelt wird, auch von solchen Euro Turbo-Journalisten wie ein Tobias Gaffaffer, auch heute Fabian Schäfer hat es meiner Meinung nach verwedelt, auch von der Zürich Zeitung. Am Schluss geht es immer um den Gerichtshof. Und wenn der Gerichtshof einen Entscheid fällen kann, dann ist die ganze automatische Rechtsübernahme, die die EU ums Verrecken will mit der EU, mit der Schweiz, ist dann eben immer ein Fakt. Wir können nichts mehr machen gegen das. Wir können nicht einmal ein Schiedsgericht anrufen, wo eine faire, neutrale Instanz ist. Nein, es ist nachher der EuGH, das heisst der Gerichtshof von der EU, das ist ein Vertragspartner, das ist eigentlich unglaublich, das ist wie wenn ich mit der Migros einen Vertrag abschliesse und wenn wir uns nicht einig sind, darf Migros entscheiden, wer recht hat. Das ist ja absurd. Das ist einfach absurd und das wird man nicht durchbringen und wenn Gewerkschaften das je würden schlucken und das sieht nicht so aus, dann sind sie nicht ganz bache, weil letztlich ist natürlich dann nie Garantie da, dass beim Lohnschutz die EU einseitig machen kann, was sie wollen. Sie können die flankierenden Massnahmen in 10, 15 Jahren, wenn es niemand mehr merkt, einfach aushebeln. Und das ist der Punkt, warum keine Einigung anzubringen ist. Und von dem her ist es schon eigentlich unglaublich unverständlich, dass ein Ignazio Cassis jetzt wieder das Theater macht, wieder auf die Verhandlungen sich einlädt, obwohl seine eigene Chefunterhändlerin, das kann man ja wirklich jetzt einfach klar sagen, zum Schluss gekommen ist, wir kommen nicht fürschen, wir haben keine Konzession, die es uns ermöglichen würde, eine Mehrheit zu bilden in der Schweiz. Weil das ist ganz, ganz wichtig, es gibt keine Mehrheit. Und ich habe heute jetzt auch über das Memo ja auch über das geschrieben, habe ich auch wieder so Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, das Rahmenabkommen ist nicht gescheitert. Der Bundesrat hat einfach einseitig das abgestellt und uns, das Volk, gar nicht gefragt. Das Interessante ist, dass alle die Euro-Turbos, die das jetzt behaupten, die hätten alle entweder können eine parlamentarische Initiative machen im Parlament, dass man das Rahmenabkommen zur Abstimmung bringt. Sie hätten auch können eine Volksinitiative machen mit genau dem gleichen Ziel. Sie haben es nicht gemacht. Wieso nicht? Wie sie genau auch wissen. Es ist nicht mehrheitsfähig. Deshalb tun sie jetzt die ganze Zeit so blöd rumwäffeln. Aber eigentlich ist völlig klar, wären sie so sicher, dass da eine Mehrheit da wäre für das Rahmenabkommen, hätten sie jederzeit mit anderen politischen Mitteln so eine Abstimmung können herbeiführen. Jetzt müssen wir noch schnell ein bisschen politpraktisch ein bisschen darüber diskutieren. Oder jetzt kommen, man hört im Juni, sollen die sogenannten Eckwerte kommen. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder die Eckwerte sind so,
dass sie auf die Forderungen von der EU genau passen. Oder? Also so wird jetzt gerne die EU-Turbo, dass also dort vom EuGH keine Rede ist und vom Lohnschutz auch nicht. Und, oder höchstens so, wie man schon weiss aus den Sondierungsgesprächen, dass vielleicht die EU ein bisschen entgegenkommt, aber so viel ich gehört, da gibt es kein schriftliches Zugeständnis von Brüssel. Es gibt nur mündliche, im Konjunktiv verbreitete Möglichkeiten. Ja, also eben, das hat man ja schon gehört beim Rahmenabkommen 1.0. Statt der 8-Tage-Regelung vielleicht auf 4 Tage und so. Und du hast vorher erwähnt, das ist gar nicht das, was den Gewerkschaften darum geht. Ihnen geht es darum, dass, wenn überhaupt, der Lohnschutz komplett immunisiert ist, also komplett rausgenommen wird aus der Rechtsentwicklung, und zwar nicht nur für irgendwie 2, 3, 5 oder 7 Jahre, sondern das wäre alles ein Bubentrickli, sondern es muss natürlich richtig draussen sein, weil der Pierre-Yves Meyer gesagt hat, ich will Lohnpolitik in der Schweiz machen, und das ist sehr verständlich. Nur für einen richtigen Demokrat gilt das nicht nur für die Lohnpolitik, sondern für generell Politik. Wir wollen ja, dass die Menschen in diesem Land über ihre politischen Umstände selber entscheiden. Also es ist eine Variante, dass man das alles lässt fallen und die Eckwerte so aufschreibt, dass es gerade passt auf die Forderungen von der EU und dass man faktisch nachgibt, Rahmenabkommen 3.0, ich habe es schon erwähnt. Die andere Variante ist, dass die Eckwerte so formuliert werden, dass es noch Stolpersteine gibt. Und es gibt ja genug Möglichkeiten. Also eben, du hast gesagt UBRL, ich habe gesagt Lohnschutz, es gibt die staatliche Beihilfe, ich denke an die ganzen Gebäudeversicherung, Kantonalbanken, Elektrizitätswerkbeteiligungen und so weiter. Es gibt Strommarktliberalisierung, wo die Linke riesige Probleme hat. Es gibt nur ein Stromabkommen im Moment mit dieser Liberalisierung. Das Neueste ist im Gesundheitswesen. Ein Gesundheitsvertrag mit der EU gibt es nur, wenn der schweizerische Gesundheitsmarkt offen ist. Das heisst, wenn Deutsche mit ihrer günstigen Krankenkasse können in der Schweiz sich behandeln. Und wir müssen das natürlich dann finanzieren, mit Steuergeld und so weiter. Also da gibt es x Stolpersteine, auch der EuGH natürlich, darf man nicht erwähnen, die Überwachungsinstanz, wo die EU-Kommission ist und so weiter und so fort. Die Liste ist ändert. Und das ist die andere Variante, dass die Eckwerte die Stolpersteine enthalten. Und ich glaube, der Bundesrat kann sich gar nicht zwischen diesen beiden Varianten entscheiden. Weil, wenn er das eine macht, dann ist er einfach der, der nachgibt. Und dann fragt man sich, warum hat er denn vor 2 Jahren der EU mitteilt, dass es so nicht geht. Und die andere Variante, das gibt einen riesigen Eklat, und zwar sowohl links wie rechts. Absolut, also gut. Eben, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, warum dass man das forciert hat. Man hätte die Sondierungsgespräche ewig können weiterführen können. Wir haben gar keinen Druck. Alles die absurden Vorstellungen, dass man mit einem Stromabkommen unsere gescheiterte Energiepolitik korrigieren können. Auch das ist falsch. Das Stromabkommen kommt erstens gar nicht so schnell zustande. Und vor allem, wenn ganz Europa die gleiche falsche Energiepolitik macht, hat eben niemand mehr Strom. Und am Schluss vom Tag schauen halt alle Nationalstaaten dann auch für sich und schauen, dass sie den Strom zuerst haben. Also, das sind alles so vorgeschobene Gründe. Am Schluss geht es immer wieder ums Gleiche. Man muss es eben deswegen auch immer den Leuten wieder sagen. Es geht darum, wollt ihr euch integrieren in die EU auf eine Art, wo praktisch alle wichtigen Politikfelder in Brüssel können beschlossen werden, einseitig, und wir können nichts mehr dagegen machen. Wir tun wirklich, es geht wirklich ums Überleben von der schweizerischen Demokratie. Da meinen die Leute, es sei pathetisch, aber es ist wirklich drin, es steht in diesem Rahmenabkommen, dass wir in ganz vielen Bereichen würden einfach automatisch Recht übernehmen. Und der Punkt ist ja, umso länger, dass man das Zeug anschaut, umso mehr neue Ideen kommen. Oder eben das, was du gesagt hast, wegen dem Gesundheitssystem, das ist doch den meisten Leuten nicht bewusst, was das würde heissen. Und die EU hätte so eine unglaubliche Integrationsfantasie. Die kommen ja die nächsten 20, 30 Jahre auf noch Menge Ideen. Und alles das ist im Prinzip nachher abdeckt in dem Rahmenabkommen, weil die EU kann immer auch wieder einseitig sagen, ja, das ist Binnenmarkt relevant, ja. Da könnt ihr jetzt nichts mehr sagen. Die können machen mit uns, was wollen. Also es ist absurd, dass man so etwas überhaupt je erwogen hat. Und was auch, das habe ich heute im Memo ein bisschen stärker herausgestellt, dass man nichts macht. Jetzt hat man das Rahmenabkommen scheitern lassen, oder besser gesagt, es ist einfach mal abgeschlossen worden. Man hat in der Zwischenzeit nichts gemacht.
um unsere Verhandlungsposition zu verbessern. Ich frage mich, warum wir überhaupt Diplomaten zahlen. Für was eigentlich? Die machen immer wieder das Gleiche. Die säckeln immer in die gleiche Wand rein und die ist in Brüssel und holen sich einen blutigen Kopf und dann jammern und haben noch nie sich überlegt, Kopfendeckel, wie können wir die EU dazu bringen, dass sie von ihrem höheren Ross runterkommt. Und zum Beispiel zwei Vorschläge. Das eine ist, dass man mitmacht bei dem Handelsabkommen, wo jetzt gerade England auch mitmacht, nämlich das Transpazifische Handelsabkommen. Wäre sehr interessant. Pazifik ist ein bisschen eine falsche Deutung. Es sind auch eben Länder dabei, wie zum Beispiel Großbritannien. Es sind Länder dabei wie Mexiko. Gut, die sind am Pazifik. Aber wie gesagt, das sind alles Möglichkeiten, die man hat, um die Stellung von der Schweiz zu verstärken. Und das andere ist Horizon, haben wir auch schon tausendmal gesagt, Dominik, gell? Man könnte mit England sofort ein Forschungsabkommen abschliessen, das viel, viel weiter geht als Horizon. Und das würde die EU eben unter Druck setzen. Aber die Leute, die wir haben in der Diplomatie, die wollen gar nicht Brüssel unter Druck setzen. Die wollen immer rumkrüchen und rumhöfeln. Und das ist das Problem, das wir zurzeit haben. Und wir laufen immer wieder in die gleiche Wand rein. Es ist also schon absurd. Ja, es ist Hösitum. Und ich habe 50 Minuten mit dem Erik Nussbaumer, Vizepräsident vom Nationalrat, SP Basel-Land, gestritten. Er ist auch Präsident von der Europäischen Bewegung Schweiz. Er ist mein Lieblings-EU-Turbo. Morgen Abend, 17:45 auf unsere Federal. Es geht genau um das. Oder Sie haben am Schluss die ganz grosse Agenda seit 700 Jahren, dass das Land, das soll nicht unabhängig sein. Die Menschen in dem Land sollen nicht über Sachen können bestimmen, sondern am Schluss ist es eben besser, wenn eine Elite in Brüssel. Es ist entscheidend. Es ist am Schluss ein Elite-Basis-Konflikt. Und unsere direkt demokratischen Instrumente sind dann natürlich quer in der Landschaft. Aber ich bin überzeugt, dass sie eben fürs Funktionieren von einem Rechtsstaat, von einer Demokratie, auch von einer Stabilität und einer Rechtssicherheit, sind die Sachen viel besser. Man muss jetzt nur auf Frankreich schauen, die gewaltsamen Demonstrationen, in Deutschland ständig Streik von der Bahn, von den Beamten, von allen. Ich meine, wir müssen einfach endlich mal wieder daran glauben, dass das System, das wir vor 175 Jahren in dieser ziemlich genialen Bundesverfassung angelegt haben, wir haben es dann 2-3 Mal revidiert, wir haben es auch mit Initiativen und Entwicklungen revidiert, dass das ein modernes und zukunftsträchtiges Modell ist, statt ständig immer mit Sack und Asche umeinander zu laufen und uns zu schämen. Aber weißt du, das ist ja der Punkt, Dominik, so ist es ja gar nicht. Die meisten Leute in der Schweiz, und zwar so 99% sind für die direkte Demokratie und finden aber nicht im EDA. Man muss es nicht mal begründen. Man muss den Leuten gar nicht begründen. Das Verlogene an dem EDA ist, dass sie ganz genau wissen, wenn sie so würden hinstehen und würden sagen, hört mal, wir tun jetzt die direkte Demokratie aufheben bei den wichtigen Themen, die euch beschäftigen. Sind ihr dafür? Dann würden 90% sagen Nein. Und das ist das, was einem so ärgert. Es ist wirklich verlogen, wie die vorgehen, wie sie nie ehrlich einstehen und sagen, es geht um die direkte Demokratie, es geht um Demokratie. Und ich habe nichts dagegen, wenn die Schweiz mit 70% sagt, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr bei der Immigrationspolitik, wir wollen das nicht mehr in der Energiepolitik, wir wollen es nicht in der Gesundheitspolitik, wir wollen es nicht in der Arbeitsmarktpolitik, wir wollen es nicht in der Wirtschaftspolitik, nicht in der Steuerpolitik, wir wollen es nie nicht mehr, wir wollen es nur noch, wir könnten noch über Kuhhörner abstimmen. Da würden wir gerne weiter abstimmen. Wenn das so wäre, dann ist ja okay. Aber es ist nicht so. Und die verdammten Euro-Thomas, ich muss jetzt einfach mal sagen, nein, Entschuldigung, nimm das Wort weg, dass man immer wieder kritisiert wird. Ja, nein, genau, Markus. Sollen wir rausschreiben? Nein. Es ist wirklich unglaublich. Es ist gar nicht, man muss den Leuten in der Schweiz, und zwar eben auch der politischen Elite selber, die sagen ja auch alle, sie finden die direkte Demokratie so toll. Nur mit dem 1. August. Man würde doch nie sagen, dass er direkte Demokratie nicht gut findet. Nein, nein. Er als Baselbieter National wäre ja tot innerhalb von kürzester Zeit. Den würde man ja sofort abwählen. Sie wissen so ganz genau, dass nichts erstens populärer ist in der Schweiz und zweitens nichts mehr den Erfolg von dem Land ausmacht als die Demokratie. Also, ja, man ist einmal auch wirklich sprachlos. Gut, jetzt müssen wir zum zweiten Thema. Genau. Und zwar, wir sagen es, wie wir es immer gerne sagen, damit ihr euch den Namen könnt merken, Urs Bruderer. Das ist ein ehemaliger Journalist, ein sehr linker, dezidierter, dogmatischer Journalist. Ich war bei der Wochenzeitung. Die Wochenzeitung ist dezidiert links. Nachher war er beim SRF längere Zeit als Korrespondent in Osteuropa. Nachher hat er bei der Republik geschafft. Auch ein dezidiertes Medium, das links steht. Und nachher geht er wohin? In die Bundeskanzlei.
in eine absolut neutrale, ausgewogene, objektive, zentristische, langweilige, grauenhafte Institution. Ja. Und was macht du als Bruder dort? Erzähl, Dominik. Ja, das ist eine grossartige Geschichte heute von David Biner. Er kann aufgrund von einem Gesuch nach Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip hat er den Mailverkehr zwischen Urs Bruderer und einem nicht näher genannten, also Urs Bruderer wird auch nicht genannt, aber das kann man daraus herauslesen, einem Herr Fuhrer von der Bundeskanzlei, der weniger extrem ist als der Herr Bruderer, das möchte man betonen. Das Problem ist der Herr Bruderer. Nein, er hat den Mailverkehr zwischen dem Referendumskomitee und dem Klimaschutzgesetz und der Bundeskanzlei rausgeholt. Und Man staunt, also selbst ich bin 25 Jahre in diesem Bundeshaus, dass das so zu und her geht, habe ich nicht gewusst. Und es geht um den kurzen, die Seite, wo wir Referendumskomitee im Abstimmungsbüchli haben. Und auf dieser Seite steht immer unten dran eine Fußnote, dass das Referendumskomitee sei, Zitat, für den Inhalt und die Wortwahl, Zitat Ende, von dem Text verantwortlich. Aber das stimmt gar nicht. Sondern die Bundeskanzlei nimmt sich das Recht raus aufgrund von einem Artikel in einem Gesetz. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht präsent, welcher Artikel das ist. Nimmt sich die Bundeskanzlei das Recht raus, den Teil anzuschauen, oder? Und zu bestimmen, ob der richtig ist. Und das müsse also vollständig sein. Es darf keine ehrverletzende, krass wahrheitswidrige oder zu lange Äußerungen enthalten. Artikel 11, Bundesgesetz über die politischen Rechte ist das. Und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gewusst. Und das geht so hin und her. Und in dem Fall kann er nachher zeigen, oder, wie Bundeskanzlei halt wirklich, muss schon sagen, zensurierend Einfluss genommen hat. Und das macht sie nicht nur bei dem Text, das macht sie schon x-mal. Und das führt dazu, also der Urs Bruder, der schwingt sich offenbar auch schon früher bei Vorlagen, zum Beispiel bei der Verrechnungssteuer, wo auch links dagegen war und das Finanzdepartement dafür, habe ich mir sagen lassen, aus guter Quelle. Der linksextreme Urs Bruder macht Politik in der Bundeskanzlei und schreibt dort Sachen um, die vom Departement von der Finanzen kommt. Und in dem Fall hat er auch sich durchgesetzt, die SVP musste Formulierungen wegnehmen. Das ist eine krasse Verfälschung, das ist eine gelenkte Demokratie. Man erinnert sich einfach so an komische Regime auf dieser Welt. Genau, und wir tun es noch einmal betonen, einfach, dass den Namen merken, Urs, kann man sich gut merken. Urs, ein alter, schöner katholischer Name. Von dieser alten katholischen Tradition merkt man beim Urs Bruder auch nichts mehr. Und Bruder. Und es ist einfach wichtig, dass ihr euch das merkt, weil das ist eins der ganz grossen Probleme, die wir haben in der Bundesverwaltung, dass wir sehr viele Leute haben, die eigentlich sehr links gefedert sind, aber das nicht zugeben. Und beim Urs Bruder wissen wir es sehr genau. Er hat in der Wochenzeitung, der linksextremen Wochenzeitung, immer Zeug geschrieben, wo man genau weiss, wo er steht. Und zum Beispiel ist ja gerade in dem Gesetz, beim Klimaschutzgesetz, etwas ganz Wichtiges drin, wo ich finde, darf eigentlich nicht sein. Wir tun uns ja dort verpflichten, bis zum Jahr 2050 und so weiter gewisse Sachen zu erreichen. Jetzt wissen alle, dass das sehr, sehr schwer ist und dass man die Zukunft wirklich nicht so prognostizieren kann. Es ist eine ganz komische Vorstellung von Politik und das hat man früher in der Schweiz nie gemacht, dass man ins Gesetz oder auch, wir haben es teilweise auch in die Verfassung geschrieben, irgendwelche Ziele hineinschreibt, wo man mit gutem Recht und mit wirklich guter Treu und Glauben unterschiedlicher Meinung kann sein, ob man das kann überhaupt erreichen kann. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb ist es auch absurd, wenn da ein Urs Bruder das Gefühl hat, er darf kritisieren, dass eben zum Beispiel die SVP der Meinung ist, ja, wenn der Zeitpunkt drin ist und wir nachher das nicht erreichen, dann steht im Gesetz, dass wir es müssen erreichen. Und was heisst denn das? Könnte es nicht sein, dass der Bundesrat dann plötzlich Massnahmen beschließt über den Verordnungsweg, das kann er ja einseitig machen, wo eben nachher die Ziele erreichen sollen. Das ist absolut eine plausible
durchaus prognostische Annahme. Und das Gegenteil ist aber auch prognostisch. Und deshalb kann die Regierung, oder besser gesagt der Urs Bruder in der Bundeskanzlei, auch nicht genau wissen, was denn los ist. Das weiss er auch nicht. Und ich erinnere daran, zum Beispiel der Bundesrat hat bei der Personenfreizügigkeit, das bilaterale eins gewesen, wo wir abgestimmt haben, hat er auch ins Abstimmungsbüchli hineingeschrieben, er gehe davon aus, dass pro Jahr netto 10'000 Leute kommen. Er hat genau. Studien gestützt, die auch müssen Prognosen machen. Und Prognosen sind schwierig. Es tut mir leid, weil Prognosen, man sagt etwas über die Zukunft und niemand ist in der Zukunft. Und da hat der Bundesrat auch etwas geschrieben, wo offensichtlich heute, wissen wir, es ist falsch. Man hätte auch können sagen, das ist eine Lüge gewesen. So weit würde ich nie gehen. Sie haben es mit gutem Motiv vielleicht gesagt. Aber es ist doch offensichtlich, dass in einem Abstimmungskampf beide Seiten auch prognostische Aussagen müssen machen, die man nicht beweisen kann. Und deshalb finde ich also wirklich, was der Urs Bruder sich da rausgenommen hat, ist fantastisch, ist super, dass man es endlich einmal sieht. Urs Bruder, Urs Bruder. Und dann muss man gerade mal auch den Bundeskanzler rausstreichen. Walter Thurnherr, was machst du eigentlich? Was ist eigentlich los? Hast du deinen Laden überhaupt nicht mehr im Griff? Hast du da irgendwelche WOTS-Journalisten, die politischen Aktivismus machen? Und gerade die Bundeskanzlei, das ist doppelt, finde ich gefährlich und es ist auch unfair, weil niemand rechnet damit, dass die Bundeskanzlei eine politische Agenda hat. Wir wissen, dass es verschiedene Departemente gibt. Wir wissen, dass es dort Bundesräte gibt von verschiedenen Parteien. Deshalb wissen wir auch, dass in jedem Partei ein Stab ist, der wahrscheinlich auch eher so denkt wie der Bundesrat von diesem Departement. Bei der Bundeskanzlei ist man immer davon ausgegangen, und das ist wirklich wichtig, das ist eine Serviceabteilung. Das ist nicht jemand, der eine politische Agenda haben soll. Du als Bruder, der sorgt dafür, dass wir auch dort eine politische Agenda haben. Ich habe die Bundeskanzlei noch um eine Stellungnahme gebeten. Also ich habe eigentlich den Urs Bruder um eine Stellungnahme gebeten. Selbstverständlich gibt es das nicht, sondern es gibt dann nur eine Stellungnahme von der Bundeskanzlei. Das geht darum, dass man Verantwortung verwedelt für den Aktivismus. Aber das ist ja, mit dem habe ich auch gerechnet, aber ich habe es natürlich extra gemacht. Gut, dann habe ich gefragt, ob das eben üblich sei und so. Und dann hat man gesagt, ja, man macht das, oder? Weil eben der Artikel 11 Bundesgesetz über die politischen Rechte das so sieht. Wenn krass wahrheitswidrige Äußerungen drin sind, müssen wir da intervenieren. Den Artikel sollte man sofort rausstreichen. Es kommt einem einfach dann in Sinn. Und ein anderes Beispiel neben dieser Abstimmung über Personenfreizügigkeit bei der Heiratsstrafe, du erinnerst dich, dort hat man den Kreis der Betroffenen von dieser Heiratsstrafe hat man viel zu eng gezogen. Und dort hat sogar das Bundesgericht dann eigentlich angeordnet, man müsse das nochmal wiederholen, die Abstimmung, oder es gäbe die Möglichkeit für das Initiativkomitee, das zu fordern. Das hat dann die damalige CVP leider nicht gemacht, weil sie den Mut nicht hatte vor einem eigenen Initiativtext. Aber eben, dort hat das Bundesgericht letztlich festgestellt, dass die Formulierung von der Bundeskanzlei wahrheitswidrig ist. Ja, ja. Und dann habe ich noch gefragt, eben ja, mit dieser Fußnoten, eben, wo sagt, für den Inhalt und Wortwahl sei das Referendumskomitee, da tue ich mir ja den Anschein wecken, dass der Bund mit dem Text nichts zu tun hat. Das ist eigentlich dann eine Verwedlung, oder? Dass die da zensurieren. Und da habe ich eine lange Antwort bekommen, die ich jetzt nicht vorlesen, weil in dieser langen Antwort nichts zu dieser Frage drin ist. Und ja, so ist es halt. Aber einfach rein der Vollständigkeit halber, ich habe das heute noch angefragt. Es ist nur verwedelt worden, das ist klar. Eigentlich, Walter Thurnherr ist verantwortlich. Der Fisch stinkt immer im Kopf und etwas ändern muss das Parlament. Ja, vom Kopf, nicht im Kopf. Genau. Im Kopf wir nicht. Wobei, fairerweise müssen wir noch sagen, der direkt vorgesetzt ist meines Wissens der André Simonazzi. Da können wir den auch mal erwähnen. Das ist ein absolut klarer Sozialdemokrat. Man weiss genau, dass das ein Linken ist. Und auch dort ist meiner Meinung nach zu viel des Guten eigentlich, dass er ist ja eigentlich der Regierungssprecher von uns, vom Bundesrat. Und also nicht von System, uns, ja. Ja, also für unseren Bundesrat. Ich meine, in einem System wie in Deutschland oder in Amerika ist es völlig klar, der Regierungssprecher ist natürlich parteiisch und der ist immer auf der Seite von der Regierung und von der Regierung, die natürlich eine Partei hat, die dort die Mehrheit bildet. Und im schweizerischen System, wo wir vier Parteien in der Regierung haben, sollte es eigentlich verboten sein, dass wir einen Regierungssprecher haben, der politische irgendwelche Leanings hat. Der sollte wirklich neutral sein, der sollte objektiv sein. Man stellt auch nicht den Markus Somm an als Regierungssprecher von der Bundesrat und man stellt auch nicht den Dominik Feusi an als Bundeskanzler. Nein, das macht man nicht, weil wir stehen ja dazu, wo wir stehen. Man hört es ja, man wissen, wo wir stehen und das ist
beim Urs Buderer nicht der Fall. Der Urs Buderer versteckt sich jetzt in der Bundeskanzlei. Früher hat er freche Kommentare geschrieben. Jetzt hat er offensichtlich im Journalismus keine Zukunft mehr gesehen, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt macht er alles da, was er als Journalist gemacht hat, als aktivistischer, linker Journalist in der angeblichen Bundeskanzlei, angeblich neutralen Bundeskanzlei. Das ist wirklich ein Missstand. Das muss man aufhören. Das darf nicht sein. Die Bundeskanzlei ist eine Serviceorganisation, hat nichts zu tun mit der politischen Agenda. Noch ein letzter Punkt, wenn ich würde sagen, im Bundesgericht. Ich finde, grundsätzlich kann man nämlich auch den Bundesgerichtsentscheid durchaus ein bisschen in Frage stellen, weil auch dort ist das Problem ist doch immer in der direkten Demokratie, aber auch im Parlament. Wir alle wissen, man kann gewisse Sachverhalte unterschiedlich interpretieren. Niemand lügt dann. Aber das ist ja der Witz vom politischen Kampf, dass man gegenseitig probiert, das Land zu überzeugen oder eine Mehrheit zu finden für den eigenen Standpunkt. Und da tut man natürlich mit Fakten, mit Belegen, probiert man das zu begründen. Aber man weiss, das ist keine harte Wissenschaft. Und deshalb sollte eigentlich in der Schweiz, in der direkten Demokratie, es sollte gar keine Instanz geben, die darf entscheiden genau. Im Abstimmungskampf, das ist die Lösung. Ob das Wort ist oder nicht. Es gibt gar nicht Wort in dem Sinn. Ich meine, Xoa hat eine Abstimmung eingeführt über die Abschaffung von der Armee. Der hat Xoa auch gesagt, das ist Friedenspolitik. Ja. Man kann das Gegenteil behaupten, wie wir jetzt sehen in der Ukraine. Nein, das war nicht Friedenspolitik. Das war eine Kriegspolitik, wenn man sich einseitig abrüstet. Wäre doch damals kein Mensch eingefallen, in der Bundeskanzlei zu sagen, ja, das dürfen die nicht schreiben im Abstimmungsbüchli. Weil das stimmt nicht. So hat Urs Buderer das nicht gemacht in den 90er Jahren, weil da ist er eben, nein, das war noch nicht Journalist, das ist jemand. Aber einfach zum Schluss noch, einfach, dass ihr euch den Namen merkt, Urs Bruderer, von einseitiger linker Journalist, der sich verirrt hat in die Bundeskanzlei. So, Dominik, haben wir noch ein Wort. Wir sind lang geworden, es tut uns wahnsinnig leid. Tut uns leid, aber heute ist wieder alles schiefgelaufen in Bern. Tut uns leid, morgen können wir nochmal noch positiv berichten. Und ich möchte noch einmal betonen, das Wort, das ich genannt habe, ich sage es jetzt kurz, verdammt, ich weiss, es gibt Leute, die uns zulassen und auch eine religiöse Sensibilität haben und das ist wirklich ein ganz schlimmes Wort. Also ich tue mich wirklich entschuldigen für das Wort, ich habe es nie gesagt, mal ich habe es gesagt, aber bitte vergessen es wieder. Gut, das war Bern einfach gewesen, an dem ereignisreichen 10. Mai 2023, nochmal von uns und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf dem Podcast, den ihr uns jetzt gerade gefunden habt. Tönt uns gut bewerten, tönt von uns reden, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und wir wünschen eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.